herzlich willkommen in meiner Food Lounge. Heute gibt es keine Torte, sondern heute gibt es ein Brotrezept. Und zwar habe ich für euch ein Vollkornkörnerbrot. Ich mag auch sehr gern Sesam und Sonnenblumenkerne und da habe ich jetzt ein Brotrezept gefunden, das ist eigentlich auf gut Deutsch idiotensicher, weil ich bin nicht wirklich talentiert, was das Brotbacken betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir brauchen 500 Gramm Roggenvollkornmehl, 300 Gramm Weizenvollkornmehl und Natursauerteig, so ungefähr 150 Gramm. Der hier auf dem Bild, das ist schon so ein flüssiger. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 4 Esslöffel Sesam und 2 Esslöffel Brotgewürz. Dann kommt noch ein ganzes Päckchen frische Hefe, eine Prise Zucker und 2 Teelöffel Salz. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist 500 Milliliter lauwarmes Wasser. Als erstes geben wir beide Mehlsorten in eine Schüssel. Da geben wir dann die zerbröselte Hefe dazu. Eine Prise Zucker kommt auch noch dazu. Dann der Sauerteig. Also schaut, dass er alles rausbekommt aus der Packung. Dann geben wir noch das Brotgewürz dazu, das Salz, und zu guter Letzt die Hälfte des Wassers. Das Ganze wird jetzt zu einem festen Teig geknetet. Das restliche Wasser gebe ich dann nach und nach dazu. So soll er dann ausschauen. Also er lässt sich richtig schön ziehen. Jetzt geben wir Mehl auf eine Arbeitsfläche und kneten den Teig mit der Hand nochmal kräftig durch. Dabei ziehen wir den Teig auseinander und klappen ihn dann wieder um. Also wir falten ihn und dann wieder auseinanderziehen und wieder falten. Zum Schluss formen wir dann eine Kugel und geben etwas Mehl in die Schüssel hinein und legen den Teig wieder in die Schüssel und lassen ihn dann so gut 1,5 bis 2 Stunden an einem warmen Ort zugedeckt gehen. So sieht dann der Teig nach 2 Stunden aus und er ist auch sehr luftig, also perfekt. Ich habe mein Brot im Römertopf gebacken. Der wird gefettet. Ich habe Palmin genommen. Ich weiß nicht, ich nehme irgendwie immer Palmin. Warum? Keine Ahnung. Hab dann die Schale noch mit Semmelbrösel ausgeschwenkt. Ich habe ein kleines bisschen zu viel genommen. Also so viel bräuchte ich gar nicht. Den Rest schüttet man dann wieder raus. Und dann stellen wir die Schüssel auch mal vorerst auf die Seite. Unseren Teig holen wir dann auch wieder aus der Schüssel heraus. Wieder auf eine bemehlte Arbeitsfläche und da arbeiten wir jetzt die Kerne hinein. Also den Teig etwas auseinanderziehen und dann die gewünschte Menge an Körnern dazugeben und dann nochmal kräftig verkneten.
Wenn wir die Körner in den Teig verarbeitet haben, formen wir unser Brot längs und legen es dann in den Römertopf hinein. Die Oberfläche unseres Brotes wird dann mit Wasser bepinselt. Ihr könnt es auch besprühen. Und da verteilen wir dann die Körner darauf und drücken sie ein bisschen fest, dass sie halten. Ihr könnt aber auch das Brot darin schwenken, also bevor es in den Römertopf legt, legt es vorher in die Körner. Also einen Teller nehmen, Körner rein und das Brot kurz drin wälzen. Ich habe das Brot oben viermal eingeschnitten, also nicht zu tief schneiden, weil sonst geht es beim Gehen so weit auseinander. Also ich sag mal so gut einen Zentimeter tief vielleicht, das langt. Ja, und dann kommt der Deckel drauf und dann darf das Brot im Römertopf nochmal gut eine Stunde gehen. So schaut das Brot nach einer Stunde Gehen dann aus. Der Ofen wird auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Da geben wir dann das Brot hinein. Das muss dann ungefähr 15 Minuten backen und dann schalten wir die Temperatur auf 200 Grad runter. Und dann muss es nochmal so gute 60 Minuten backen. Immer mit Deckel drauf. Nach den 60 Minuten backen lasst ihr es kurz im Römertopf auskühlen und so nach 5 Minuten ungefähr könnt ihr es rausnehmen und auf einem Kuchengitter, Herrgott, komplett auskühlen lassen. Und dann ist unser Brot auch schon fertig. Es ist ein tolles Rezept und es funktioniert. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Tschüss!